Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold und der Andreas Steinecke ist auch am Start. Schönen guten Tag, Andreas. Schönen guten Tag, Herr Petzold. Ich wollte es gerade schon sagen, schönen guten Tag, Herr Steinecke, aber da würde ich mich ja selbst begrüßen. Nein, schönen guten Tag, Herr Petzold. An diesem wunderschönen, frühnachmittaglichen und doch sehr grauen Wetter. Und ich glaube, in Castrop ist es genauso grau. Fragen wir doch mal unseren Gast, ob es bei schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Ich habe. Kannst du uns hören? Ah, ja, da bist du. Du warst gerade stehen geblieben. Entschuldigung. Ich habe nicht alles gehört. Ich habe nur gehört, es ist grau. Bei uns ist auch grau. Ich bin froh, dass ich auch da bin. Und dass hoffentlich die Sonne ein bisschen bald mal wieder rauskommt und den Frühling vielleicht weckt. Ja, Elisabeth, warum haben wir dich überhaupt heute hier zu unserem Podcast eingeladen? Das kam über eine ganz interessante Ecke, über den Uwe von meinem Haus- und Hofverein, dem RSV Lippe 23. Und er sagte mir, du guck mal, die Elisabeth, die fährt da Fahrrad und die fährt da ziemlich, ja, wie soll man sagen, erfolgreich Fahrrad. Stell dich mal bitte vor, liebe Elisabeth. Ja, ich fahre einfach gern Fahrrad. Ich fahre schon seit Ewigkeiten Fahrrad und erfolgreich würde ich mal sagen, mal gut, mal weniger gut, aber natürlich auch durch meine Pausen. Ich fahre hauptsächlich Mountainbike, mag aber auch vor allem Cyclocross im Winter und bin auch im Straßensport schon deutsche Meisterin geworden. Also ich mag eigentlich alles auf zwei Rädern und war bei Olympia in Tokio 2021. Und ja, versuch's jetzt nochmal Richtung Paris. Allerdings habe ich jetzt dann halt auch schon 3 Kinder. Das macht's nicht leichter. Ich habe keinen Ton. Ich höre dich nicht. Also ich hör dich auf jeden Fall, aber ich ach jetzt ich habe vergessen, ich habe vergessen auf den Knopf zu drücken. Liebe Elisabeth, den kann ich nur nicht Zeichen Mund ablesen, Spaß. alles gut. Meine Frage ging dorthin, 3 Kinder. Du hast ein Unternehmen, 3 Kinder, führst diesen Sport, diesen Fahrradsport sehr sehr erfolgreich. Aus meiner Sichtweise heraus, du hast es ja gerade so ein bisschen klein geredet. Wie kriegst du das alles so unterm Hut? Ja, also es ist schon Zeitmanagement ziemlich schwer. Jetzt wie gerade eben, ich habe einfach 2 Minuten geduscht und sitze jetzt quasi am PC. Du hast nicht viel Zeit zwischendurch und du musst extrem eintakten. Der Vorteil ist natürlich, wenn du selbstständig bist, du kannst dir selber einteilen. Und dadurch, dass ich das mit meinem Mann auch gemeinsam mache, können wir so natürlich uns auch Aufgaben teilen, familiär wie betrieblich. Wir haben beide unsere Stärken und Schwächen, aber das gleicht sich dann auch wieder ein bisschen aus. Und ich denke, du darfst manchmal gar nicht drüber nachdenken, was nicht alles gut läuft und den Fokus halt auf das machen, was du verändern kannst. Und ansonsten würde es so nicht klappen. Also ja. Fangen wir mal ganz von vorne an. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Fahrrad zu fahren? Oh, gelernt habe ich es wie jeder, glaube ich, so zwischen 2, 2,5 konnte ich dann Rad fahren. Ich bin gern schon immer mit meinem Papa auch mit Rad gefahren. Auch als ich so 6, ja, was, ja, ich habe immer gern Fahrradtouren gemacht und ich habe auch schon mal Wettbewerb gewonnen in der 3. Klasse. Als das Thema war, was machst du am liebsten mit deiner Freundin? Und ich habe 2 Fahrräder gemalt. Also da bin ich auch schon gern Fahrrad gefahren. Ich glaube, das hat sich so durchgezogen. Und angefangen mit Radrennen dann selber habe ich erst mit 13 oder 14. 99 habe ich meine erste Lizenz geholt. Da war ich dann 14, ja.
Und dann kamen so ein bisschen schon die Erfolge. Ja, im Straßensport ging es dann relativ schnell. Also ich bin dann auch baden-württembergische Meisterin geworden und bin dann in Landeskader reingekommen. Dann bin ich da Juniorin, bin ich deutsche Bergmeisterin zweimal geworden. Also und so war dann halt quasi im Straßensport die Steine gelegt. Doch da war so ein bisschen, ich hatte auch früher schon Themen mit Ernährungsprobleme. Also in der Zeit gab es eigentlich überall Themen, die jetzt die Mädels so hatten. Und dann gab es auch noch das Problem, dass meine Eltern ja gar nicht so aus dem Radsport kamen, den Übergang zur Frauenklasse zu schaffen. Und ich habe mich dann eigentlich auch entschieden, eine Ausbildung zu machen und habe dann erstmal aufgehört mit Radfahren, also mit Rennfahren. Bin aber trotzdem sehr viel weiter Rad gefahren. Also ich bin so RTFs gefahren, so 240 Kilometer, 280 Kilometer, so Sachen mit dem Rennrad, bis mich dann jemand zu einem 24-Stunden-Rennen geschleppt hat mit dem Mountainbike. Und da bin ich dann quasi das erste Mal auf Mountainbike so richtig gesessen. War das das 24-Stunden-Rennen hier in Duisburg? Nee, das bin ich zwar auch schon gefahren, aber das war später. Das war in München. Ah, okay. Du sagtest gerade irgendwie so im Zwischensatz irgendwie, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Im Fahrradsport? Nee, also damals habe ich Kälte- und Klimaanlagenbau gelernt und dann Bürokauffrau und habe auch meinen Meister gemacht in Kälte- und Klimaanlagenbau und Gebäudeenergieberater noch. Und als ich dann aber irgendwie mich mehr mit dem Sport beschäftigt hat, habe ich mich schon immer so, ja, auch mental und Gesundheit interessiert und bin dann da komplett noch mit abgeschwifft und habe dann nochmal eigentlich eine komplett andere Ausbildungssäule dann später nachgelegt. Wenn ich mir so dein Lebenslauf durchlese, dann ist das wirklich, also Hut ab, das ist wirklich sehr beeindruckend, weil du hast ja deine ursprüngliche Ausbildung quasi gemacht, hast dann auch, glaube ich, den Meister gemacht und dergleichen, hast dann nochmal in eine ganz andere Richtung umgeschwenkt und du bist irgendwann mal in die Schule gekommen und dann hast du dich quasi eigentlich permanent weiter ausgebildet und eigentlich auch nie so richtig aufgehört, wenn ich das recht so sehe. Es gibt dann irgendwie noch das ein oder andere Zertifikat, was du jetzt irgendwie nachgeholt hast und dergleichen. Das kann man alles bei dir auf der Webseite nachlesen. Und das würde ich jetzt mal sagen, plus, wir hatten es ja gerade schon mal irgendwie erwähnt, plus die drei Kinder, die du Wert gesetzt hast, und dann auch quasi professionell Fahrrad zu fahren, und das auch noch quasi ohne jetzt großartige Unterstützung. Wir hatten das gerade eben schon, der Florian hat das gerade eben schon mal gefragt, aber ich muss es einfach auch noch mal wieder, immer wieder noch mal erwähnen. Erstmal beeindruckende Leistung. Zweitens, wie hast du dich mental auf sowas vorbereitet? Oder hast du einfach quasi gesagt, okay, ich bin von mir aus sowieso schon relativ diszipliniert und mein Leben stelle ich mir so und so vor, so, und dann möchte ich das auch gerne so durchziehen? Oder hast du quasi auch dich selbst so, sozusagen mental in die Richtung gebracht, dass du dieses wirklich sehr beeindruckende Kontingent an Leistungen und auch an Dingen, die dein Leben momentan beeinträchtigen oder was dein Leben ausmacht, wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich finde das extrem interessant. Also vorbereitet, glaube ich, gar nicht. Ich bin so jemand, der eigentlich macht. Einfach, ich sehe es an meinen Kindern, dass ein bestimmter Teil, denke ich, auch mitgegeben ist. Also mein Kleiner, der ist halt auch super ehrgeizig und geduldig, der probiert so lange etwas aus, bis er es hinkriegt. Und der andere, der ist da zum Beispiel gar nicht so der Typ. Und ich denke, einen Teil bekommt jeder von uns mit, halt als Charakterart auch. Und ich war schon jemand, der eigentlich immer jemand ruhiger war oder meine Aufgaben gemacht hatte. Und in der Schule war ich jetzt nie eine Einser-Schülerin, aber ich habe immer das arbeiten wollen, dass ich wenigstens meine Zwei hatte. Also ich war eigentlich schon überall ehrgeizig. Und bei mir ist, wenn mich was interessiert, dann will ich immer die Ursache wissen oder den Hintergrund wissen und ich möchte eine logische Erklärung haben und nicht so, das ist halt so. Also das ist bei mir ganz arg und das ist so auch das Thema, warum es mich in der Gesundheit so fasziniert, weil halt viele immer an den Symptomen rumarbeiten und ich sage immer, nee, das ist nur das i-Tüpfelchen, aber die Ursache ist was ganz anderes. Und das habe ich eigentlich bei mir in meiner handwerklichen Ausbildung sogar gelernt, weil du konntest halt damals Motoren tauschen, klar, bis der Kunde halt irgendwann sagt, hey,
Also irgendwie, das passt nicht. Wir können nicht nur Motoren tauschen, wir müssen ja auch gucken, warum geht immer die Kiste kaputt. Und du kannst halt nicht einfach alle Monate dein Herz tauschen, ja, weil es halt kaputt geht, so ungefähr. Ne? Also es war schon so ein Teil, wo ich auch mit von meinem Papa viel mitgekriegt habe, dass wir halt die Lösung wirklich an eine Wurzel packen müssen. Und dafür brauchst du halt manchmal auch ziemlich viel Wissen, also handwerklich wie technisch außenrum. Und so ist halt auch in der Gesundheit. Und da gebe ich eigentlich nicht auf. Also auch wenn ich Patienten habe, also wenn ich nicht weiter weiß, gucke ich, dass ich das Wissen herkriege oder auch jemanden kenne, wo ich dann weiter leite, weil ich sage, hey, wenn, dann richtig arbeiten oder halt gar nicht. Und dann kommst du halt von allein ins Rollen, weil du einfach mehr wissen willst. Und es gibt schon Zeiten, mal ein halbes Jahr, wo ich gar keine Ausbildung klar gemacht habe, aber ich habe dann halt Bücher gelesen. Also ja, ich glaube, es ist Veranlagung auch ein bisschen, aber wenn du was willst, dann kannst du auch, ne? Sehr gut. Das ist mal eine sehr, sehr schöne, positive Einstellung, von die ich mir bei manch anderen auch gerne wünsche. Und manchmal bei mir selbst, muss ich auch sagen. Herr Petzold. Ja, man steht sich ja manchmal selber im Weg. Also das ist ja. Thema Fahrtechnik bei mir jetzt, wenn wir zum Mountainbike kommen, ist auch so ein Ding. Ja, ich arbeite dran, ich mache Mentaltraining, ich arbeite am Körper. Jetzt nach 3 Kindern merkst du halt, dass der Rumpf auch extrem nicht mehr so ist wie früher. Und das ist eine riesen Baustelle in der Fahrtechnik. Und dann denkst du, hey, hast du das Fahrradfahren verlernt? Und ich nerv das so, weil du willst es ja und gleichzeitig blockierst du dann vor lauter Wollen auch schon wieder, was du dann manchmal denkst, oh nee, jetzt geht eigentlich gerade der Weg rückwärts, obwohl du eigentlich den Vorwärtsweg bist. Also manchmal steht er mit zu viel Willen sich auch im Weg. Dennoch, man kann ja daran dann auch wieder arbeiten, um den Willen ein bisschen zu kletten. Zumindest die Geduld herzuholen. Kurze Frage. Du bist doch jetzt Cyclocross-Deutsche Meisterin? Mhm. Jetzt ja. Irgendwie im Februar war das, glaube ich, ja, ne? Mal, ja, im Februar. Ich glaube, es ist ja, aber nach so einer langen Pause, dann steigst du drauf und wirst sofort wieder. Also ich kriege das, ja doch, das hört sich so für mich aber an, wenn man das Ganze so liest. Du hast deine Tochter kam und dann setzt du dich auf das Fahrrad und wirst Cyclocross-Weltmeisterin, also deutsche Meisterin. Also deswegen. Na, also einfach wird man das nicht. Ich sag mal, ich habe schon zweimal hinter mir gehabt. Ich kenne so ein bisschen den Weg. Ich kenne meinen Körper. Aber ich muss ehrlich gestehen, die letzten 2 Jahre waren eigentlich die schwersten Jahre, die ich fast hatte. Obwohl man ja immer denkt, wenn man in einem Haufen von Chaos ist oder neue Sachen hat, denkt man, ist man immer überfordert und denkt, hey, Junge, schlimmer kann es nicht werden. Und wenn ich jetzt zurückdenke, okay, das erste Jahr, das erste Mal nach der Geburt, das war gar nicht so schlimm, weil die anderen 2 haben sich dann immer noch mal obendrauf summiert. Aber in dem Moment ist man ja immer quasi ja am Hadern oder man muss wieder anfangen. Und nach Annabelles Geburt, da habe ich 3 Monate fast nichts gemacht. Also ich habe meine Ausbildungsserie noch fertig gemacht. Ich habe mit Annabelle ein bisschen gekämpft, muss ich sagen, weil sie sehr anstrengend war gegenüber meinen anderen 2. Aber ich glaube auch, ich war anstrengend. Also ich war auch sehr gestresst, um das mit den 3 Kindern unter den Hut zu bekommen. Bloß halt die Arbeit, wenn du selbstständig bist, Elternzeitgeld kam dann auch nicht gleich. Das musst du dann alles überbrücken und irgendwie hinbekommen. Und habe dann auch irgendwann eine Mittelohrentzündung gekriegt, was ich noch nie hatte. Aber weil ich wahrscheinlich auch nicht auf meinen inneren Körper in dem Moment gehört hatte, weil ich total überpaced hatte. Und dann habe ich erst Mitte August, bin ich dann wieder aufs Fahrrad oder nachdem ich einfach aus dem Bauch raus entschieden habe, ah ja, ich probiere es nochmal. Und dann bin ich an dem Tag danach aufs Fahrrad, nachdem ich gesagt habe, komm, fahr nochmal. Nach einer Stunde war ich kaputt. Und dann habe ich mir gedacht, als ich zurückgekommen bin vom Radfahren, ich glaube, ich überlege mir das nochmal so ungefähr. Aber ich habe es ja schon 1-2 Leuten gesagt. Mhm. Na gut, jetzt fährst halt mal ein bisschen öfters wieder. Und dann Ende der, als die Sommerferien rum waren, das ist dann auch so ein Ding, du hast ja dann die anderen 2 Kids auch immer voll zu Hause und Annabelle dann ein bisschen mehr im Anhänger sitzen konnte. Da habe ich mir dann Zeit genommen und konnte dann mal so 3 Stunden mit dem Kinderanhänger Radfahren gehen. Und das hat sie dann ganz gut mitgemacht, weil das hat sie ein bisschen beruhigt. Also sie ist super gerne im Wald gewesen und das hat mich beruhigt und sie beruhigt. Und
Ich habe dann im September gut trainieren können und habe dann halt einen Aufbau wieder gemacht. Aber es gibt viele Momente, auch heute noch, wo ich manchmal denke, boah, wie überlebe ich das? Also gibt es schon auch. Es ist nicht, dass ich das einfach so mit dem Fingerschnippen mache hier. Ja, so kommt's. Entschuldigung, so kommt's halt aber für mich im ersten Moment halt einfach rüber, dass das natürlich irgendwie, wir haben natürlich ja auch Weltcup-Fahrer schon mit drin gehabt, Nina Hoffmann, die hat uns dann auch mal erklärt, ne, irgendwie welche Vorbereitungszeit und, um auf den Weltcups dann da mitzufahren, was das dann halt für eine Gänsefüßchen oben Plagerei ist, irgendwie, und wenn man dann nachher aber dann den Erfolg danach sieht, dann zahlt sich's ja auch im Nachhinein aus. Du bist aber nicht nur im Cyclocross unterwegs, sondern auch im Cross-Country, ne? Ja, das ist ja jetzt nochmal Olympia das Ziel, obwohl ich glaube gar nicht mehr so viel darüber reden will, wie es gerade aussieht. Die Saison ist ja schon gestartet und eigentlich habe ich eine super Cross-Saison ja hingelegt und auch die deutsche Meisterschaft war gut und ich habe erst gedacht, ich komme auch ganz gut ins Mountainbiken rein. Ich muss aber sagen, das Niveau ist schon gestiegen, auch international die letzten 2-3 Jahre. Und ich tue mir mit der Fahrtechnik gerade extrem schwer. Also bergauf war jetzt, also am Wochenende war ja auch Bundesliga in Deutschland der Start. Und da war ich bergauf richtig gut. Also habe ich auch Feedback bekommen. Aber ich habe echt bergab halt viel liegen lassen. Und ich weiß aber auch, woran es halt noch liegt, weil gerade mein Rumpf und die Ausdauerfähigkeit ist dann alles zu halten, fehlt mir gerade noch. Und dann kommt der Kopf auch dazu und ich still ja noch. Also Annabelle wird jetzt ein Jahr und das wird jetzt auch langsam weniger, hoffe ich. Also sie ist da auch anders wie die Jungs. Und das tut sich alles aufs Nervenkostüm natürlich ablegen. Plus die drei Kinder und dann kommst du an den Wettkampf hin. Und dann bist du eigentlich schon voll und eigentlich müsstest du erholt an den Wettkampf hingehen und dich nicht am Wochenende erholen, wie alle anderen ja von ihrer Arbeit. Also bei mir ist das ja eigentlich genau andersrum und das Timing habe ich gerade noch nicht so richtig. Also ich bin am Wettkampf eigentlich nicht vom Mental nicht erholt genug. Ich muss das jetzt nochmal anders strukturieren oder ein bisschen hier organisieren, dass das Timing da besser passt und dann bin ich auch guter Dinge, dass das in der Abfahrt wieder besser hinhaut. Also bräuchtest du eigentlich mal ein professionelles Mentalcoaching nochmal zwischenzeitlich rein? Nee, nicht mental mit Blockaden, sondern ich habe Mentaltraining, ich arbeite dran, das mache ich das habe ich auch im Straßensport schon gemacht, also ich war bestimmt eine der Ersten, also als ich so 17, 16 war, ich habe auch eine mentale Intuitionsausbildung mit 18 schon gemacht, aber wenn deine Nerven, also die Nervenreizleitung, wenn das ganze System, dein Parasympathikus und Sympathikus nicht im Gleichgewicht ist, dann kannst du mental einfach nicht so viel schalten. Also es geht nicht so schnell und deine Reaktionsfähigkeit ist nicht so gut und deine Hormone sind einfach ja auch nicht in Balance. Und zum Beispiel gibt es ganz viele, die Angststörungen haben und es ist nicht, weil die ein mentales Problem haben, weil die vielleicht einfach nur hormonell ein Problem haben. Da bringt dir ein Mentaltrainer in dem Moment nichts, wenn deine Hormone nicht eingestellt sind. Also man darf nicht immer alles auf die rein mentale Schiene schieben. Dennoch arbeite ich dran, weil ich auch weiß, was Routine heißt zum Beispiel. Oder jetzt habe ich ein neues Fahrrad gekriegt, bin super stolz, dass ich jetzt Merida an der Seite habe. Dennoch habe ich das jetzt zwischen zwei Rennen bekommen oder kurz vor einem Rennen und da muss der Körper sich auch wieder drauf einstellen, weil doch alles was anderes ist. Und ich sag mal, ein Anfänger, der was trainiert, der macht es immer noch mit dem Kopf. Ein Profi oder wir müssen das ja mit unserem Unterbewusstsein machen, ansonsten kommst du nicht an die Geschwindigkeit hin. Sobald du denkst, bist du eigentlich langsam. Wenn dein Unterbewusstsein sich aber auf was Neues einstellen muss, das braucht ja wieder eine gewisse Zeit, bis das dann reinkommt und die Reaktion und alles so passt. Und da bin ich jetzt halt gerade dran, dass ich das jetzt erstmal wieder alles da reinbekomme. Und es braucht halt noch ein bisschen, weil es jetzt alles knapp geworden ist. Dadurch, dass ja einmal habe ich nicht ganz an mich geglaubt, vielleicht auch mit den drei Kids gehst nochmal raus, richtig Sponsoren zu suchen am Anfang. Ich habe erst im November angefangen, weil ich erst mal wissen wollte, habe ich überhaupt Lust, Zeit, kriege ich das gebacken? Sind ja eigentlich im Radsport die Sponsorengeschichten eh schon gelaufen zum größten Teil. Dann war die Radsportbranche ja eh alles so am Wackeln.
Und deshalb hat sich das jetzt halt alles auch natürlich hinten rausgezogen, weil mein Zeitlimit halt auch begrenzt ist. Also ich muss, kannst nicht Sponsoren suchen, trainieren, Kinder machen, arbeiten. Keine Ahnung, deine Steuererklärung musst du ja auch noch machen, die liegt ja auch noch am Tisch. Und die kommen ja dann gleich als erstes, wenn du nicht pünktlich bist. Also von dem her, irgendwo fällt es halt ab, ne? Entschuldigung, dieses Bild. Ich mach mal eben kurz die Steuererklärung und mach noch ein Kind. Ja, vielen Dank, Herr Petzold. Jetzt ist es ja so, dass du hast ja gerade so auch schon ein bisschen von der Fahrtechnik gesprochen. Die, wenn ich mir die Rennen, ich kenne jetzt, ich muss sagen, jetzt von der Bundesliga die Rennen oder auch die Beschaffenheiten kenne ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber das ein oder andere Cross-Country-Rennen habe ich auch schon mal gesehen und vor allen Dingen habe ich natürlich auch Olympia gesehen. Jetzt ist es natürlich so, in meinem subjektiven Empfinden ist es so, dass die Ansprüche auch an Cross-Country-Fahrer, was die Fahrtechnik anbelangt, über die Jahre doch wirklich sich ganz krass nach oben entwickelt hat. Also was früher quasi eher, so wie du das vielleicht auch mit Sicherheit wahrgenommen hast und auch erlebt hast, dass es tatsächlich eher darauf kommt, eine konstante Leistung zu bringen, im Uphill gut zu sein, ist es heutzutage, habe ich so das Gefühl, du musst stark im Uphill sein, aber du musst genauso stark im Downhill sein, weil die Strecken extrem anspruchsvoll sind. Und wenn ich mir da irgendwie, glaube ich, was habe ich letztes Mal bei Olympia in Tokio, habe ich, glaube ich, irgendwie, da war irgendwie so in der Cross-Country-Strecke so ein Drop drin und ich glaube irgendwie Yolanda Neef oder sowas hat das Ding so gerade noch so bekommen, weil sie es ein bisschen falsch eingeschätzt hatte und dann hat dann glücklicherweise irgendwie die Gabel gearbeitet. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich irgendwie fürchterlich gestürzt. Aber das fand ich schon echt, warte mal kurz, das fand ich echt sehr krass, muss ich sagen. Also was du da droppen musst mittlerweile, erschütternd. Ja, also wir haben doch auch letztes Jahr mit Sabine Spitz darüber schon gesprochen gehabt. Ja, absolut. Dass das mehr irgendwie schon so eine Art halbe Enduro Downhill-Kiste wird irgendwie. Ja. Aber wie siehst du das denn, Elisabeth? Ja, stimmt schon. Gerade Sabine ist ja noch älter als ich. Früher haben wir ja nur Hardtails gehabt, ne? Ich bin auch meine erste Marathon-Deutsche Meisterschaft bin ich mit Startgabel gefahren, weil ich Gewicht sparen wollte. Und jetzt, wenn man die neuen Geometrien anguckt, auch von den neuen Rädern, das sind alles Downcountry-Räder, die haben alle 66 geht schon fast runter im Lenkwinkel, weil halt einfach die Abfahrtgeschichte auch schneller wird. Also ich zum Beispiel habe jetzt gemerkt am Wochenende, ich kann alles sauber fahren und auch die technischen Sachen kann ich sogar besser fahren wie die Jahre davor. Mir fehlt aber die Geschwindigkeit. Und das ist es. Du musst, wie du schon gesagt hast, berghoch genauso schnell sein wie bergab. Und wenn du berghoch ziemlich schnell bist, musst du auch gucken, dass du halt bergab nicht über Kreuz ziehst. Also da kommt ja die physikalische, konditionelle Geschichte noch dazu. Und deshalb sind auch die Räder mit mehr Federweg beziehungsweise das Fahrrad sich halt auch mehr bergab technisch besser bewegen kann. Bei den moderneren Rädern sind die ja alle da langsam drauf ausgelegt. Und das gab's ja früher nicht. Jetzt fährt kaum einer mehr mit dem Hardtail. Es sind recht wenige noch. Im Frauensport noch mehr wegen Gewicht. Aber bei den Männern, wo das Gewicht einfach nicht so viel ausmacht, weil die mehr Power einfach haben und auch größer und eh schwerer sind im Verhältnis, da fahren die ja fast gar nicht mehr Hardtail. Das geht gar nicht. Und die gebauten Strecken wie jetzt Tokio und so ist natürlich schon auch eine Herausforderung für manche einen. Besonders wenn es dann noch regnet. Also du bist das ja auch gefahren. Du warst ja in Tokio dabei. Wie war das für dich? Wie war diese Olympiateilnahme für dich? Ja, ich war nicht ganz fit. Also ich war körperlich nicht ganz fit. Ich war mental ausgebrannt. Das Frühjahr war hart, da war ich erkältet und das habe ich verschleppt. Und ich musste die Rennen fahren, weil halt wegen den Punkten auch, also dass wir die Punkte nicht verlieren für zwei Startplätze. Wir hatten dann auch gerade mit knapp 20 Punkten noch die zwei Startplätze gekriegt. Und dann war ich irgendwie durch. Und die Strecke selber im trockenen Zustand bin ich gut klargekommen. Ich bin in den Sprung gesprungen. Ich habe alles darauf vorbereitet gehabt, dass es über die Nacht dann so regnet, muss ich sagen, hat mich total aus den Socken gehauen. Und ich war total überfordert. Also das ist mein eigenes, also habe ich einfach total ein Fail gehabt und
meine Leistung nicht gebracht. Plus, dass dann halt die Kombination dazu kam, dass ich einfach körperlich nicht ganz so auf der Höhe war, wie ich halt einfach schon war. Ne? Mhm. Wie bist du dann mit dieser Situation umgegangen? Also du warst von dir selbst enttäuscht, du hast dich mit Sicherheit gut vorbereitet, aber es hat halt einfach nicht auf den Punkt gepasst. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Ja, manchmal denke ich, hätte ich es besser wissen können, hätte mir jemand ein bisschen mehr Vorbereitung mitgegeben. Wir haben ja alle uns erstmal nur um die Quali gekümmert und am Schluss hast du die Quali dann und dann stehst du da und dann kommen auf einmal auch noch Medien und Sponsoren und was weiß ich alles. Du musst das alles irgendwie noch managen neben Kind und Vorbereitung und dann fährst du das Rennen und dann war nichts und dann ist es still. Es ist echt krass, das Gefühl gewesen. Es war so, boah, erstmal ins Loch fallen. Und ich habe da schon auch geknabbert an mir natürlich, weil es ist natürlich dann auch medial Olympia größer ist und du denkst, ah, wenn du da hinkommst, dann bist du irgendwas oder erreichst du irgendwas und dann kommst du heim und denkst, okay, also das ist ja schlimmer als alles andere wie davor. Und dann bin ich ja auch aus der Nationalmannschaft rausgegangen worden mit dem Grund wegen meinem Alter und die Leistung nicht gebracht und ja, obwohl ich schon sagen muss, ich habe echt 5 Jahre die Stange oben gehalten und das trotzdem 2 Kindern und alles gemacht. Und wenn ich halt echt mal ein halbes Jahr nicht gut drauf war, dass man halt es so schnell dann erledigt, fand ich dann halt auch ein bisschen deprimiert. Da war ich schon sauer, besonders ich war auf dem Weg zur Europameisterschaft, als sie mich angerufen haben, also Cyclocross-Europameisterschaft. Und da sage ich auch, hey, das kann man vielleicht auch danach eine Europameisterschaft machen, in einem ruhigen Gespräch und nicht. Also das war dann alles so ein bisschen, hab dann gesagt, boah, ich will da gar nicht mehr hin, war dann erstmal sauer. Und hab dann aber gesagt, so einfach lasse ich mich da jetzt nicht abservieren. Und wollte dann 21 auch nochmal fahren und zeigen, wie es funktioniert. Aber dann kam auch alles anders als geplant. Also ich hatte ja dann auch Schulter verletzt, einmal blöd gefallen. Kam dann wollte dann wieder Rennen fahren, war gerade die 2 Wochen so ein bisschen locker wieder genesen. Dann habe ich Corona gekriegt, was mich voll aus den Latschen gehauen hat. Und dann musste ich erstmal wieder anfangen und dann bin ich schwanger geworden. Das war dann 21 echt so. Und dann war ich dann war echt so, ja, nee, Sport, oh Gott. Und dann habe ich mich eigentlich durch die Weiterbildung, da habe ich eine Weiterbildung angefangen. Und die hat mir dann selber auch geholfen, eigentlich wieder auch meine mentale Stärke zurückzukriegen. Ohne die, wo ich eigentlich für meine Patienten machen wollte, die Weiterbildung, wäre ich aber auch, glaube ich, nicht mehr richtig rausgekommen, weil du hast halt ein anderes Umfeld gehabt, du hast mental gearbeitet, du hast gelernt, weil so Weiterbildung ist ja auch oft so, wenn du was lernst, hast du ja auch einen Partner, mit dem du das übst, also gleichzeitig bist du dein eigener Patient und so. Und das fand ich dann eigentlich super spannend und muss sagen, da hat es mich körperlich, mental, aber auch beruflich nochmal weitergebracht, was ich gemacht habe und bin dann eigentlich viel gestandener rausgekommen und deshalb habe ich die Sachen ja auch fertig gemacht, wo Annabelle dann schon da war und dann kam erst die Entscheidung, ich fahre nochmal. Jetzt hast du aber gleichzeitig die Entscheidung auch getroffen, dass du jetzt doch nochmal bei Olympia teilnehmen möchtest in Paris und davor hat aber quasi der Verband zu dir gesagt, ja, tut mir leid, Elisabeth, also die Leistung, die war jetzt nicht so dolle. Wie bringst du dich jetzt quasi wieder zurück in die Nationalmannschaft? Also wenn du jetzt quasi aktuell dafür planst, da wieder mit teilzunehmen? Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als ich entschieden habe, ich will nochmal fahren und ich bin dann kämpfe ich für Olympia. Ansonsten gehe ich lieber in Urlaub, so ungefähr, wenn ich kein Ziel habe. Dann hatte ich dann angerufen bei der Nationalmannschaft und habe abgeklärt, ob es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt. Und die haben gesagt, klar, ich kann mich qualifizieren. Ich muss ja nicht in der Mannschaft drin sein. Also ich muss halt dann rechtzeitig auf die Longlist drauf und das alles Organisatorische haben. Ich muss in dem Dopingpool drin sein und alles. Und da musste ich mich quasi selber wieder reinbringen. Also ich habe dann auch bei der NADA angerufen. Ich habe beim Bund Deutscher Radfahrer mich drum gekümmert, dass ich dann auch wieder da reinkomme, weil ich durch den Schwangerschaftsstatus plus, dass ich in Nationalmannschaft nicht war, war ich ein halbes Jahr dann draußen, also weil ich halt keine Wettkämpfe gefahren bin. Und da muss man dann wieder rechtzeitig drin sein.
Ja, und da war ich überrascht, dass eigentlich der BDR gesagt hat, ja klar, also wenn du deine Leistung bringst und besser bist, beziehungsweise ich habe ja eigentlich noch gehofft, wir schaffen vielleicht 2 Startplätze, aber ich glaube irgendwie die Planung dahingehend, ich bin ja nicht da involviert, ich sehe das ja alles nur von außen, sieht halt nicht so aus. Ja, und dann kommt jetzt halt die mit, wo am besten dran ist im Juni, Juli. Und da kann jeder, da kann eine Junge sein, es kann eine Alte sein. Natürlich ist, wenn 2 gleich auf sind, dann wird es die Jüngere werden, das ist auch klar. Ne? Und du bist aber quasi selbst organisiert, also du hast jetzt kein, weiß ich jetzt mal, professionelles Team oder bist Mitglied eines professionellen Teams, sondern du machst das quasi alles alleine. Ich mache alles selber, jetzt bin ich die ersten Mountainbike-Rennen, bin ich jeweils mit einer Freundin, die hatte ich mit. War auch ein bisschen, also war super, dass sie dabei waren, aber auch anstrengend, weil, ja, ich sag mal, mit meinem Mann, der weiß, wie ich tick und allem drum dran. Wenn du jetzt eine Mannschaft hast, die auch wissen, Mechaniker, Physio, alles drum dran, ist natürlich viel einfacher. Ich bin jetzt auch also Brasilien kommen jetzt die Weltcups, jetzt, ich habe noch nicht gebucht, ich habe aber heute jetzt entschlossen, dass ich rüberfliege, egal wie jetzt die letzten 3 Rennen waren, weil ich weiß, wenn ich erholter bin, wird's besser. Ich habe noch ganz schön Luft nach oben, die anderen fahren vielleicht schon halb an der Kante. Und weiß jetzt aber auch noch nicht genau, Stand der Dinge, fliege ich alleine, wie organisiere ich das dann vor Ort? Also wie viel Unterstützung bekomme ich dann von der Nationalmannschaft, die dort ist? Da habe ich halt auch Feedback gekriegt, wann die rüberfliegen und alles. Also das habe ich dann schon bekommen, aber relativ spät, weil die haben alles schon im Dezember gebucht. Ich konnte mich da nicht einklinken oder sowas und sagen, hier, ich würde gerne mit euch mitgehen. Da wurde ich halt nicht gefragt. Also das war total außen vor, somit stehe ich jetzt halt zum Beispiel alleine, um nach Brasilien zu gehen. Also Bist du da ein bisschen enttäuscht irgendwie? Ja, sie wussten ja, dass ich die zumindest mal hätte fragen können vielleicht. Andererseits sage ich immer, wer weiß, für was es gut ist. Weil ich denke, wenn ich jetzt darüber gehe, ich übernehme auch immer gern Verantwortung für viele und ich muss lernen, da auch jetzt an mich mehr zu denken und mich mehr zu erholen. Und wenn ich darüber gehe und ich wäre jetzt alleine, ich glaube, dann komme ich mal richtig runter. Wenn ich jetzt wieder jemand anders mit dabei habe, dann kümmere ich mich nur wieder um den anderen mit. Deshalb, also wenn, dann müsste jemand mitkommen, der sich um mich kümmert mal. Oder ich gehe, glaube, alleine einfach. Und ja, ein bisschen Bauchweh habe ich schon. Mein Mann mit 3 Kindern zu Hause, meine Eltern sind natürlich auch noch da. Aber es ist auch Schule von den anderen 2 Kindern und meine kleine Annabelle, ja, die muss damit ja auch irgendwie konform kommen. Aber ja, ich weiß ja, wie man vieles wegtherapieren kann, wenn die Kinder größer sind. Ja. Aber das hört sich echt wie eine Lernstunde an, irgendwie halt, wie organisiere ich mich? Ja, so ein bisschen hier gerade irgendwie so. Wie mache ich was am besten irgendwie halt, damit ich überhaupt noch meinen Sport ausüben kann? Aber ich habe ja auch noch Ziel Olympia vor mir. Ne? Also wer diesen Podcast hier nicht hört, der ist selbst schuld, meine Damen und Herren da draußen. Und vor allen Dingen, ja, von mir auch mal so ein kleiner Hieb an die Nationalmannschaft. Also das habe ich jetzt nicht verstanden, dass man dir eine Absage, also den Ausschluss vom Nationalteam mitteilt oder sagt, du bist nicht mehr dabei, währenddessen ein Rennen noch bevorsteht. Das ist sehr, um das mal diplomatisch zu sagen, sehr, sehr unglücklich gelaufen. Das geht gar nicht aus meiner Sichtweise heraus. Das nächste, was ist irgendwie, die sollten dir gefälligst mal ein bisschen Support geben für das, was du in der Vergangenheit geleistet hast. Und wenn es nur irgendwie halt mal ist, ey, Michanaka, geh mal rüber und helf ihr mal. Ne? Oder oder Physio, geh mal rüber irgendwie halt, sonst kommt die morgen da nicht durch irgendwie halt, die muss durchgewalkt werden, wie auch immer. Ne? Also lieber Deutscher Fahrradbund und wer alles mit dazu hört und uns zuhört, gib der jungen Dame mal ein bisschen Support. Ich kann mich jetzt nicht so beklagen, weil du kannst natürlich dir auch vorstellen, wenn du mal draußen bist und du hast junge
Nachwuchs, ich war auch mal jung, ja, also ich will auch den Support. Ja. Und ich bin froh, dass ich da überhaupt auf die Liste gekommen bin, dass ich das alles nochmal machen kann. Und ich möchte auch nicht immer anklopfen und betteln. Weißt du, ich meine? Nee, das musst du auch nicht. Das musst du auch nicht. Dadurch, klar, ich weiß nicht, die haben sich natürlich auch erstmal um ihre Schäfchen kümmern, die sich. Und ich denke, es ist okay so. Wer weiß, für was es gut ist. Und ich habe doch einen guten Rückhalt von dem, ich habe jetzt auch meinen Trainer, ist ja auch in der National, also in dem Konstrukt mit drin, Nationalmannschaft, und da haben die mich auch unterstützt. Also ich kann mich da jetzt nicht beklagen. Es gibt da bei jedem Trainer die Feinfühligkeit. Ich glaube, da können auch viele Trainer lernen, also jetzt nicht nur Nationalmannschaft, wie man mental auch manchmal mit Sportlern umgeht. Ja, allgemein muss man darüber nachdenken, wie man mit anderen Menschen umgeht. Ja, Kommunikation ist halt super wichtig. Ja. Und da kannst du viel Energie kaputt machen und Energie auch gut machen. Aber das hängt halt, ja. Ist halt so. Es ist schwer. Ich bin auch kein guter Superkommunikator, wenn ich manchmal an meinen Mann denke, ja. Ja, unterschiedliche Welten, in denen wir leben, und der eine lebt in der Welt, der andere in der, und ja, du weißt manchmal nicht, aus was von der Sichtweise er jetzt seine Welt anguckt, und deshalb, der gibt vielleicht, die geben ihr Bestes, und gleichzeitig der andere versteht es ganz anders, weil er vielleicht auch in einem ganz anderen Moment ist oder nicht richtig zuhört oder ja, also da habe ich schon ziemlich viel gelernt, sonst würde ich es manchmal jemandem übel nehmen, aber ich kann da besser umgehen lernen durch die, ja, durch das Berufliche und die Ausbildung hat man auch kommunikativ einfach gemerkt, dass man nicht alles immer auf die Goldwaage legen muss, weil der eine meint es vielleicht gar nicht böse, der hat nur eine andere Absicht, die du jetzt im Moment halt nicht erkannt hast. Bist du denn eigentlich noch auf Sponsor weiterhin, also auf Suche von Sponsoren, die dich vielleicht auch finanziell unterstützen? Brauchst du noch irgendwelche Produkte oder irgendwie sonstiges? Oder sagst du, ey, weißt du was, hier dieser Hype vor Olympia in Tokio da, das hat mir eine Lehre gezeigt, irgendwie, ich brauche nicht dieses, dass die Sponsoren da ankommen, irgendwie halt dir noch auf die Schulter klopfen, dadurch noch den Stress erhöhen oder das Mentale irgendwie halt von mir wegrücken lassen, irgendwie halt, und dann noch die Medien und hier und da, und sagst du dann irgendwie halt, nee, weißt du was, irgendwie halt meine Firma, die ich habe, die wirft so viel ab, irgendwie halt, dass ich das alles selber irgendwie finanziere und sagen wir es mal ganz ehrlich, fuck auf Sponsoren, fuck auf Medienpartner. Also nee, also es ist ja auch so, es sind ja nicht die Sponsoren oder die Medien dran schuld gewesen, dass so ein Hype davor auch war. Es kam ja auch drauf an, wie gehe ich damit um. Ich fand es natürlich toll in dem Moment, weil es das erste Mal auch für mich ist, und habe auch zu allem Ja und Amen gesagt. Ich hätte auch sagen können, hey, warte mal, lass mein Ding machen. Die meisten haben einen Manager dafür und der regelt es halt. Und es ist nicht, dass ich jetzt keine Sponsoren will. Ich habe, und dadurch, dass ich ja in Elternzeiten Anführungsstrichen bin, arbeite ich ja auch nicht großteils oder muss das so machen, ja, dass ich halt die Elternzeitanspruch auch habe, und die geht jetzt im April weg, und ich habe jetzt 3 Monate, wo ich jetzt auch gucken muss, wie ich es überbrücke zu dem Teil. Und dadurch, dass die Arbeitszeit in unserer Firma, ich habe keine 3 Angestellten oder irgendwie, an mir hängt und an meinem Mann hängt, und wenn ich nicht da bin, kann mein Mann auch nicht voll arbeiten mit 3 Kindern. Ist es schon so, dass es an der Kante ist, wie wir das jetzt gerade organisieren. Und wenn da natürlich jemand kommt und mir hilft und das Verständnis dafür hat, dass ich jetzt vielleicht nicht auf jeder Hochzeit vor Olympia dann für seine Firma tanzen kann und ich lieber im Nachhinein für die Firma noch was machen darf oder die Geschichte oder mit den Mitarbeitern. Ich mache da auch relativ viel in den Firmen oder auch irgendein Produkt dann im Nachhinein bewerben kann. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Nur, wie du schon sagst, ich muss trotzdem halt gucken, macht es Sinn? Passt es für beide oder auch nicht? Weil ansonsten muss ich wirklich den Fokus auf mein Training setzen und meine Familie. Also die 2 Sachen sind halt dann auch super wichtig. Ja. Wie verhält man sich denn bei so einem doch sehr straffen
Programm, also seitens, du musst Fahrrad fahren, dann noch den Spaß beim Fahrradfahren. Also hast du noch Spaß am Fahrradfahren? Ja, eigentlich ist Radfahren für mich ein Ausgleich. Also für mich ist so, wenn ich rausgehe, boah, dann habe ich meine Ruhe. Früher bin ich nur mit Musik und Kopfhörer gefahren. Also Kopfhörer habe ich manchmal nur einen, manchmal drin. Und jetzt ist es so, ich mache meistens die Musik nur an, wenn ich die Intervalle fahre. Weil ich einfach das genieße, einfach meine Ruhe zu haben. So, das ist so der eine Punkt. Und ja, Radfahren macht natürlich sehr Spaß, wenn du auch Freunde um dich rum hast. Wenn es jetzt nur drum geht, 5 Stunden alleine wegen deinem Training zu fahren und du machst irgendwann Selbstgespräche theoretisch, dann ist irgendwie, finde ich, ja. Dann sollte man in die Psychiatrie. Ja, genau. Dann irgendwann einen Podcast oder ein Buch an, ein Hörbuch noch oder so, aber dann ist schon so, es macht schon mehr Spaß auch mit Leuten drumherum. Früher war mir das egal und das merke ich jetzt schon, dass die Community oder das dann auch mal cool ist. Und du kannst dich auch unterhalten. Es ist auch toll, mit anderen Sportlern oder auch mit Hobbysportlern sich zu unterhalten, weil du lernst immer etwas. Also ich finde, Radfahren ist das Schöne, dass du eigentlich das auch gemeinsam machen kannst. Ja, das ist absolut richtig. Du bist ja quasi jetzt... Du bist ja... Entschuldigung. Ja, kein Problem. Meine Kinder haben nicht gerade geklingelt. Ich habe gedacht, wer klingelt? Hey Jungs. Hört einfach zu. Sehr gut. Jetzt hast du ja quasi schon, bist du sehr erfolgreich im Cyclocross. Hast du dir mal überlegt, ob Gravel auch was für dich wäre? Also natürlich macht es Spaß, dadurch, dass ich auch von der Straße gekommen bin und das Fahrtechnische ein bisschen oder ja, die Abwechslung da mehr drin ist. Ich glaube aber, ich bräuchte mehr Trainingsumfang. Also Gravel hat halt längere Strecken und das schaffe ich, glaube ich, gerade nicht. Ich müsste auf jeden Fall, ich könnte, beim Marathon habe ich es so gemacht, dass ich, Entschuldigung. Ja, alles okay, gehört dazu. Sind ja, Kinder. Beim Marathon habe ich so gemacht, früher, ich bin viele Marathons gefahren, da habe ich unter der Woche nicht viel trainieren müssen. Und beim Gravel müsste ich mich dann auch wieder einfinden, da gibt es bestimmt am Anfang ja, ein paar katastrophale Wettkämpfe, bis du wieder drin bist, was die Distanz ist. Dennoch weiß ich nicht, jetzt nach Olympia, ein paar Sachen werde ich definitiv noch machen. Wie weit es dann halt noch weitergeht wegen den Kindern, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht habe ich dann auch so viel Spaß, dass es irgendwie noch funktioniert, aber ich kann, glaube ich, das Konstrukt, wie wir es jetzt haben, mit, dass mein Mann alles für mich macht, denke ich nicht, dass wir das ewig aufrechterhalten können mit den Kindern. Also die kommen jetzt ja auch an ihre Idee, also ihre Ziele. Oder mein Sohn, der fährt ja auch Motocross. Und das ist schon schwierig genug, uns beide da auf die Wettkämpfe zu teilen, ne? Und Trainingslager zu teilen. Und ja, und ich denke, irgendwann haben die vielleicht, sollten die auch mal an oberster Stelle dann stehen. Das heißt also, du könntest dir vorstellen, irgendwann zu sagen, ich nagel den professionellen Fahrradsport an den Nagel und kümmerst dich eigentlich an die Wand, an die Wand. Du nagelst den Nagel an den Nagel. Ja, ist gut. Und hörst dann quasi einfach mit dem professionellen Radsport auf und bist dann einfach nur noch Mama und Unternehmerin? Ja, ich glaube, einfach nur Mama sein, das hört sich immer so an, wie wenn man Mama ist, nichts tut. Ja, Gott bewahre, Gott bewahre. Neu, wenn man Mama ist, dann ist man manchmal schon durch. Also meinen Sport brauche ich. Also ich werde auf jeden Fall was machen, ob wenn es ein Hobby-Event oder so mal ist, glaube ich. Ich habe das jetzt gemerkt am Anfang, das erste halbe Jahr von der Schwangerschaft war ich ziemlich faul, weil ich halt durch die ersten 3 Monate und Corona da geblättet war, bis ich gesagt habe, Lisa, also geht's nicht weiter, du musst mal deinen Hintern bewegen und habe mich eigentlich wieder selbst angespornt, therapiert, dass ich wieder dann nach 3 Monaten eine Stunde laufen gehen konnte im 7. Monat. Aber 8. Monat, ja, und ich glaube, ohne Sport kann ich nicht. Meine Mutter hat schon immer gesagt, als ich nervig geworden bin, hey, jetzt renn mal eine Runde ums Haus. So ungefähr. Also das wird mein Mann wahrscheinlich dann auch sagen oder ich würde mit ihm die Krise kriegen. Mein Sport ist für mich mein Ausgleich. Und die Kinder werden ja auch irgendwann größer und irgendwann wird es dann uns Erwachsenen wahrscheinlich dann auch wieder langweilig. Dann kommen wir dann irgendwann in die Masters 2, 3, keine Ahnung, was dann kommt.
Also, man weiß nie, es kommt eh immer anders, als man denkt. Ja. Aber grundsätzlich, also Kinder und Sport, das ist auf jeden Fall auch ja, also ein Bestandteil deines Lebens, ein großer Bestandteil deines Lebens. Du hast ja auch mit deinem Racing-Team und dergleichen und du machst Trainings und sowas, habe ich bei Instagram gesehen. Also das ist schon ein sehr integraler Bestandteil deines Lebens. Also ich finde es super wichtig, dass wir Eltern den Kindern zeigen, dass Sport machen Spaß macht und wichtig ist. Und wenn wir es nicht machen als Vorbilder, dann machen die es erst recht nicht. Wenn wir nicht die rausjagen und nur vor ihrer Switch und was weiß ich, was es da für Geräte noch gibt, PlayStation hocken lassen und mehr Geld fürs iPhone wie für ein Kinderfahrrad ausgeben, finde ich Katastrophe, weil damit tun wir halt nicht nur unseren Kindern eigentlich Schaden unbewusst, wir schaden der ganzen Zukunft, weil wollen die dann, also ja, ich sehe es ja in meiner Praxis, das wird nicht lang gut gehen, wenn das so weitergeht. Und wir Eltern sind dafür in Verantwortung. Und natürlich ist es anstrengend, die Kinder rauszujagen und es ist auch anstrengend, mitzufahren und vielleicht auch ohne E-Bike, dass die Kinder vielleicht sehen, ah, okay, Mama kann auch ohne E-Bike, dann kann ich wohl auch ohne E-Bike, weil da fährt dann so eine Mama mit. Klar, wenn die jetzt nicht noch drei Kinderanhänger hinten dran hat, mit dem E-Bike mit und das kleine Kind mit Mini-Laufrad hinterher und kommt nicht hinterher. Also das verstehe ich halt gar nicht. Ja, also ja, manchmal denke ich, könnten die Erwachsenen sich auch ein bisschen mehr Ehrgeiz und dann hinterklemmen, weil ich Kinder habe. Also so ungefähr, ne? Also weil ich es für meine Kinder mache, strenge ich mich jetzt mal an so. Und nicht, weil ich Kinder habe, habe ich keine Zeit. Also sie nehmen ja die Kinder als Ausrede. Und eigentlich müssen sie sagen, hier, weil ich die Kinder habe, bemühe ich jetzt mal, mein besseres Selbst zu sein, so ungefähr, als Vorbild für die Kinder. Und meine Kids, wo wir jetzt, ich hatte sie mit am Wochenende, wir waren zu fünft. Und nach dem Rennen, manchmal sagen sie, ja, warum bringe ich keinen Pokal mehr heim, ne? Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, es geht halt nicht immer und gerade bin ich jetzt auch nicht so fit. Und jetzt nach dem Rennen, dieses Mal haben sie gar nichts mehr gesagt. Hat sie gesagt, Mama, sie fanden toll, dass du überhaupt noch mal gefahren bist, nachdem ich mich am Samstag hingelegt hatte. Und dann gesagt, ja, eigentlich ist es halt, wie oft man wieder aufsteht und es nochmal probiert. Und die Kinder sehen das halt auch. Und ich glaube, wir haben so viele, die so schnell hinschmeißen heutzutage oder immer nur fordern, bevor sie überhaupt was getan haben. Und ich glaube, das liegt nicht an den Kindern, das liegt daran, wie wir es den Kindern vorleben. Und die, wo sich jetzt so viel aufregen, die müssten vielleicht selber mal gucken, was sie wirklich machen. Und dann kann man die Generation Z oder wie sie alle heißen, wie sie es nennen gerade, hätten sie vielleicht auch anders werden können. Ne? Also, und man kann auch mit Leichtigkeit seinen Erfolg haben. Man muss nicht so kämpfen, wie wir es die Jahre vielleicht auch gelernt haben, das ist, kann man schon auch sich zugestehen. Man muss also mal gleich vorweg, also ich habe keine Kinder, manche sagen zum Glück, ich weiß noch nicht. Ich bin kein Profisportler, aber dass ich auf das Fahrrad gegangen bin, vor jetzt mehr als über 10 Jahren irgendwie aus meiner Eigeninitiative heraus und dass ich dann diesen Kanal hier alles ringsherum gehört habe. Ich hab einfach mal über Instagram ab und zu mal so welche Nachrichten gekriegt. Ey, Florian, mach weiter. Ich finde das total toll. Du hast mich motiviert. Und ich glaube, hätte ich sowas nicht gekriegt, irgendwie wäre ich schon längst wieder offline. Verstehst du, was ich damit meine? Irgendwie halt so, ne? Irgendwie so. Scheinbar habe ich da irgendwie einen Nerv getroffen, irgendwie halt, weil ich bin zwar groß, 1,88, bin aber pummelig, um das böse Wort nicht zu benutzen, was der Andreas nicht so gerne hört. Irgendwie halt so, ich bin keine Konditionskanone oder wie auch immer, aber ich liebe halt einfach eins und ich liebe einfach diesen Radsport, ob es jetzt Mountainbike ist, mittlerweile auch Gravel, ja, die Liebe kommt so langsam so ein bisschen, ja, sie kommt irgendwie halt, aber das müssen wir mal weiterschauen. Ich bin Mountainbiker halt, ne, irgendwie halt in der Jugend, irgendwie halt, wo es noch keine Fullies gab, da bin ich auch, da war auch alles fest und
Quatsch da. Und das Einzige, was war, waren die Reifen, wo du dann weniger Luft drauf hattest. Und dann jetzt irgendwie die Jahre zurück und jetzt fahre ich hier tolle Fahrräder unterm Arsch und ich liebe es halt einfach. Aber genau das ist der Punkt. Wir müssen es den Leuten da draußen zeigen, dass es geil ist. Ja, ich denke, jeder, also unabhängig jetzt, ob Vorbild oder nicht Vorbild, wir brauchen Anerkennung. Unser Leben besteht aus Anerkennung. Wir sind soziale Menschen. Und es wird die KI uns auch nicht abnehmen. Und das ist auch das Problem in der Kommunikation. Wenn du halt, im Schwabe sagt immer nichts gesagt, ist auch schon klob, ne? Aber irgendwann gehen da manche Leute auch unter und Kinder sowieso unter. Und gleichzeitig ist, wenn man mit denen was macht oder auch das als Vorbild macht und du kriegst was, ein Feedback, das lebt ja, das Leben lebt ja, die Kommunikation lebt ja und wir Menschen sind ja auch feinstofflich, also Kinder vor allem können viel mehr fühlen auf einer ganz anderen Ebene wie wir Erwachsenen und die merken auch alles viel schneller. Es gibt auch Erwachsene, die noch feinfühliger sind, aber die Anerkennung ist, glaube ich, das A und O, um auch ein glückliches Leben zum Teil führen und vor allem aber lernen, sich selber auch anerkennen, wie er ist. Egal, ob du jetzt sagst, du bist groß, breit oder was weiß ich wie, selber zu sagen, hey, ja, so bin ich und ein Teil ist auch Genetik. Ja, also ich kann mich auch nicht mit einem halben Fahrerfeld vergleichen, weil ich einfach auch keine 50 Kilo wiege, Punkt. Ich muss einfach auch mehr hochstemmen, aber bis ich das mal gelernt habe, mich da selber anerkennen und mich nicht immer fertig zu machen, hat auch seinen Weg gebraucht. Und jetzt auch mit der Geschichte, dass ich rausgehe, einfach machen oder auch seinen Weg gehen, fällt mir auch leichter, wenn du vielleicht eine, ja, also einerseits siehst du viele Sportler, die verstecken sich, ihre Ziele zu zeigen, weil sie Angst haben zu versagen. Ist bei mir auch schwer gewesen, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt sage, ich will nochmal Olympia gehen, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was denken denn die Leute? Und da habe ich mir gedacht, ja, nee, Lisa, eigentlich hast du es schon erreicht und eigentlich geht es jetzt nicht nur um Olympia, vielleicht kannst du es auch, ein Teil ist ja auch eine Ausrede, du kannst deinen Sport einfach machen, ne? Wie willst du deiner Familie, deinen drei Kindern erklären, du willst Radfahren gehen und hast kein Ziel? Das ist so auch so ein bisschen, du versuchst dich auch selber ein bisschen eine Ausrede manchmal. Aber du kannst deinen Sport machen, du kannst deine Hobbys leben, du kannst eigentlich, wenn du etwas willst und auch dein Umfeld mit involvierst und deine Ziele wirklich sagst, kannst du mehr erreichen, als du denkst. Und du findest Unterstützer. Also ich habe auch andere Mamas hier aus der Gegend, die sagen, hey, wenn ich es immer abgeben will, ich soll mich melden. So, also es ist ja, und die freuen sich auch mal, wenn ich die Kinder nehme, dann haben sie auch mal Freizeit. Also und wenn jeder hat als Kind mal ein Hobby gehabt, was er vielleicht später wiederbeleben will. Oder auch ein neues Hobby. Also ich denke, ja, eine eigene Geschichte zu leben inspiriert vielleicht jeden, weil jeder unsicher ist. Jedes Kind braucht ein bisschen Unterstützung. Wenn ich jetzt meine Annabelle beim Laufen zugucke, die läuft ja auch nicht einfach los. Die will ja auch die Hand, die Sicherheit haben. Und ich denke, da müssen wir jedem auch mal, also gegenseitig zu unterstützen. Und da finde ich die Schweizer zum Beispiel cool. Wenn du die Schweizer Olympia angeguckt hast, alle drei auf dem Podest. Das passiert nicht einfach so. Das ist, weil man gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist, weil sie gemeinsam das lebt und nicht gegeneinander lebt. Und ich glaube, manchmal ist noch in der Gesellschaft, und es fällt vielen vielleicht schwer, weil sie es so gelernt haben, eher das Gegeneinander statt Miteinander. Und du könntest gemeinsam mehr erreichen wie gegeneinander. Elisabeth, da sprichst du ein offenes Wort bei mir an, irgendwie halt so, weißt du, irgendwie halt so, geh doch mal in die frische Luft, irgendwie halt so, dieses Wort, wenn Leute irgendwie halt eine Krankheit haben namens Depression, geh doch mal in die frische Luft, irgendwie, wenn ich das höre, ne, dann drehe ich da, könnte ich am Rad drehen, ne, irgendwie halt, ja, dann mach doch mal was. Das ist so eine Krankheit, irgendwie halt, das kann ich dir aus erster Hand sagen, irgendwie halt, das macht keinen Spaß. Das macht definitiv keinen Spaß. Aber Depression brauchst du auch nicht nur auf die Psyche schieben. Nein. Das kennen auch viele, dass Depressionen auch körperlich ausgelöst werden können, aber viele schieben es auf die Psyche. Oder ja, mach mal deinen Weg. Und das darf man nie. Also ich sehe es in der Praxis, du musst teilweise die Patienten erst körperlich behandeln und dann kriegen die wieder die Energie mental überhaupt, um dann mental weiterzuarbeiten. Und das ist natürlich dann, was dann die Patienten auch schätzen, wenn jetzt sich überhaupt ein Therapeut damit beschäftigt, weil es die Anerkennung wieder ist.
Die meisten schieben dann halt ab oder lassen einen erzählen oder sagen, ja gut, die anderen müssen auch mit den Problemen klarkommen. Aber manchmal, wenn der Körper die Hormone nicht passen will, kann er das gar nicht verarbeiten da oben. Nee, das ist wirklich ein Konstrukt, was ganz wenige eigentlich richtig drauf eingehen. Aber das Soziale ist so wichtig. Und ich glaube, ja, Corona, das eine Thema, es war ja auch bei mir mit dem Rennfahren so. Und ich habe gesagt, hey, ich habe ein Bild in schwarz-weiß, nur mit Mesto ohne Zuschauer, und ein Bild mit 30.000 Zuschauer im Bund, wo ich gesagt habe, was ist das für eine Stimmung? Das war ja so, Radfahren ist ja auch was drumherum. Es ist ja, ich gehe nicht nur an den Wettkampf. Klar will ich gewinnen und ich gebe alles, aber es ist mehr. Und das ist das, was jetzt viele im Nachhinein natürlich auch erstmal wieder verarbeiten müssen und verändern müssen. Das war ist für uns intern. Der Körper im Unterbewusstsein musste die letzten 5, 6 Jahre, Zeit vergeht ja eh schnell jetzt hier, einfach erstmal wieder einregulieren, ne, von allem, was passiert ist. Und es wird ja nicht weniger. Du, das war ein gutes Schlusswort. Wir sind fast bei 60 Minuten angekommen. Pass auf, der Andreas wird gleich auch noch mal ein paar Worte sagen. Ich läute hiermit das Ende ein. Liebe Elisabeth, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, mal ein wenig aus deinem Leben uns hier in dem Podcast und für unsere Zuhörer zu erzählen, wer du bist, was du alles machst, mit der kompletten Entourage von 3 Kindern plus noch einen Mann und Großeltern mit dabei, wie du das Ganze managst, dass du noch das Ziel hast, dieses Jahr Frankreich Olympia. Also ich wünsche dir sehr, 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 sehr viel Erfolg und dass du es auch schaffst, zu Olympia noch zum Abschluss vielleicht dieses Jahr zu kommen. Und vor allen Dingen, wenn da noch Leute da draußen sind, die Elisabeth auf irgendeine Art und Weise unterstützen können, sollen, rufe ich hier gerne zu auf und gebe das Wort weiter an Andreas. Ja, vielen Dank, Elisabeth, dass du heute bei uns im Podcast gewesen bist. Es war wirklich, wirklich total spannend, mal hinter sozusagen das zu blicken, was wir nur von dir über die Webseite, über die Medien und dergleichen wissen. Und das war schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also man weiß natürlich auch auf Basis deines Lebenslaufs, was du schon alles gemacht hast und was du noch also beruflich und sportlich alles kriegen, ist schon echt eine bärenstarke Leistung. Das finden wir wirklich top und das finde ich auch super, super. Und wir wünschen dir auf diesem Wege natürlich sehr, sehr viel Erfolg, dass das mit Olympia klappt. Wir werden das weiter verfolgen. Und jetzt, wo wir dich kennengelernt haben, haben wir natürlich auch einen viel stärkeren Bezug zu dir und freuen uns natürlich dann auch sehr, wenn wir dich dann in Paris sehen würden. Und insofern, aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal für den Einblick, den du uns gewährt hast in das Leben einer Top-Sportlerin mit Familie und Anhang und Firma und allem drum und dran. Dankeschön. Ja, danke euch. Ich finde es immer spannend. Wir fanden es auch sehr spannend. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, ja, tschüss. Nee, ja, genau. Tschüss. Alles klar, ciao.